und herzlich willkommen zurück bei ARK, diesmal aber Scorched Earth. Wir spielen den Add-on eine Weile. Ich habe das andere, die anderen Videos bei den anderen ARK-Projekten sind erstmal ein kleines bisschen pausiert. Ich will mich mal hier ein bisschen neu inspirieren lassen und dachte mir, okay, ihr habt ja sehr oft geschrieben, Spiel Scorched Earth, und ich dachte mir, okay, gib's danach. Ich guck mich mal um. Ich habe schon ein, zwei Mal reingeguckt. Ungefähr weiß ich auch, wo man Wasser herbekommt und so weiter und so fort. Denn ihr seht, es ist eine Wüste und hier ist nicht gerade viel Wasser. Das müssen wir aus Kakteen und so weiter besorgen. Es sind auch andere Lebewesen hier. Und ja, wir haben jetzt nicht nur in dem Sinne andere Lebewesen, wir haben auch Drachen hier, die man zwar nicht so zähmen kann, aber von denen man Milch besorgen kann, habe ich mal gelesen, und sich Dracheneier besorgt und diese Gefangenen die Milch absaugt und damit die Drachenbabys dann später füttern kann, so dass man irgendwann seinen eigenen Drachen hat. Und ich muss erstmal ganz kurz hier mal ein bisschen was besorgen, sonst nippeln wir hier sehr, sehr schnell ab. Und ich muss noch Level up. Müssen wir uns irgendwo mal einen Ort suchen, wo wir uns ungefähr niederlassen können, denn hier wird es nämlich ein bisschen komplizierter. So, ein bisschen Stroh, ein bisschen Holz. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Stein, damit ich mir meine erste Handwaffe machen kann. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte, wo wir denn hier sind. Wir könnten jetzt eigentlich theoretischerweise unten zum Wasserbecken runtergehen. Problem ist, an den Wasserstellen sind auch sehr, 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 sehr viele andere Lebewesen, die uns hier das Leben ein bisschen schwer machen könnten. Känguru. Komm mal, ein Stein. Gib mir einen Stein. Ah, gut. Machen wir uns mal ein bisschen Ausrüstung. Waffen. Primitiv. Nahkampf. Was fehlt? Stroh. Ein bisschen Stroh bräuchte ich noch. Muss mal ein bisschen auf meine Anzeigen unten achten. Nicht wundern, wenn ich heute ein kleines bisschen nasal klinge. Ich habe mir ein bisschen Schnupfen eingefangen. Sollte aber nicht das Hindernis sein. Warte mal kurz. Ich mache mal ganz kurz hier einmal eine Steinspitze. Und ich mache mal ein bisschen Gesundheit. Lagerfeuer wäre ganz sinnvoll. Die Axt wäre ganz sinnvoll. Kleidung kümmern wir uns später. Wo brauche ich sie denn? Ganz kurz mal ins Inventar schauen. So. Sind wir schon mal ein kleines bisschen besser ausgerüstet. Muss mir dann gleich noch die Axt machen. Und ich brauche ein paar Kakteen oder Wasser. Kakteen haben wir da hinten, aber ich glaube, da rennen auch meistens hinten Raptoren rum. Am geilsten wäre natürlich eine gute Wasserquelle. Jetzt sprengen wir mal darüber, das ist ein Problem. Alter, hier ist es richtig warm. Na, du kleine Fratz. Warte, um gleich das erste Lebewesen mal tamen. Das wäre jetzt ganz praktisch. Ich hole mir mal ganz kurz was zu trinken. So, bei Kakteen bekommen wir natürlich Kaktussaft raus. Und den brauchen wir dringend. Na gut, wir bekommen auch gerade sehr viel Stroh. Ich hoffe, dass jetzt nichts anderes hier in der Nähe ist. Ich will den kleinen Typen hier aber mal zähmen. Ich habe das nämlich mal in einem anderen Video gesehen. Geht ja recht fix. Ja, ja, ich weiß, dir ist warm. Na, komm her. Ich habe Zähmen übrigens momentan auf 3. Wenn man das hier mal ein bisschen vorangeht, weil wir können ja nicht Ewigkeiten rumsitzen. Ich mache es aber auch bald wieder runter. Ist jetzt bloß die Anfangszeit. Alter, der sieht aber auch krass aus. Achso, ich habe eigentlich auch ein Level up, ne? Will man es ganz kurz gucken. Ich mach. Ja, ja, du kriegst erstmal keinen Namen, du kriegst du später. Ich mach nochmal ein bisschen auf Gesundheit. Ich brauche eine Waffe. Und vielleicht im Nachhinein erstmal eine Hose. Das wäre auch mal sinnvoll. Machen wir gleich noch das Oberteil. So, mein Kleiner. Ihr seht jetzt, wir haben hier so einen kleinen Puschel. Ach komm, den geben wir einen Namen. Den nennen wir einfach mal Gerd. Das ist Gerd. So, und Gerd. Pass auf. Den können wir uns auf die Schulter setzen. Ich finde den, er sieht übelst cool aus. Ich weiß bloß immer noch nicht, wie man den runterkriegt. So. Was ist da unten für ein Zeichen? Okay. Ich weiß nicht, wie man den runterkriegt. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, weil wenn ich jetzt irgendwie
Ja, keine Ahnung. So, schauen wir uns mal um. Ich finde das Szenario einfach mal ganz geil. Ist mal was anderes. Nicht immer nur grün, grün, bunt, bunt, sondern jetzt mal wirklich... Ja, ist doch gut. Immer eine Hocke. Hier sind auch so eine Riesenwürmer und sowas alles. Das ist, aber manchmal ist das schon ziemlich eklig, was hier alles rumwurschtelt. Ich brauche eine Wasserstelle, Freunde. Kaktussaft haben wir noch ein bisschen. Ja, ich weiß, es ist warm. Und nur ein paar Pflanzenfresser. Da hätten schwirren aber wieder irgendwelche anderen Biester rum. Wir sind schon in der Nähe vom Wasser. Wäre ganz cool, wenn wir da irgendwie eine Stelle finden könnten. Dass wir uns da ein bisschen zurückziehen können. Also hier sind Pflanzenfresser, das ist schon mal ganz gut. Nimmt meine Lebensenergie gerade ab von der Hitze? Das wäre jetzt echt kacke. Ich weiß, ich hatte noch keinen Durst, aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die Hitze schadet mir auch ein bisschen. Ich guck mal gleich da hinten hoch. Da unten ist noch so ein fettes Känguru. Nimm noch einen Schwanz da weg. Du musst doch irgendwo... ein cooler Ort sein. Guck mal da hoch. Ich will jetzt nicht da runterrennen, Freunde. Ich weiß, was da unten Phase ist. Also wir haben jetzt den kleinen Fratz noch auf der Schulter. Ich habe nämlich gesehen, dass es auch öfter mal im Boden kleine Wasserquellen gibt. Müsste mich eigentlich bloß mal Richtung Bäume irgendwo halten. Ja, überall diese Flatterviecher. Gar nicht so einfach, jetzt mal einen richtigen Ort zu finden, wo du sagen kannst, okay, hier... Du Arsch! Seht ihr, was ich meine? Ah, fuck. Mist, jetzt ist unser kleiner Freund auch tot. Mann, Kacke. Fängt... ja, erstmal Level ab. Fängt ja gut an, aber damit müssen wir zum Anfang sowieso immer rechnen. Weil ich nicht weiß, wo was ist. Da hinten in den Bergen sind dann die Drachen später. Da gucken wir aber erst... keine Ahnung, Folge 50 oder so hin. So. Nur ist was Bong. Ich weiß, zum Anfang ist es hier ein bisschen langweilig. Hart. Weil wir halt noch nicht so viel machen können. Muss erstmal wieder neue Ausrüstung craften hier. Toll! Ja, schön. Da hat jetzt erstmal ein Raptor gekillt. Da unten rennt ein Raptor rum. Wir waren doch hier, glaube ich, in dem Bereich hier irgendwo, oder? Wohin? Wo gestorben sind? Da ist eine Wasserquelle. War das doch gleich natürlich die Raptoren genau vor der Tür, ne? Ist dann ein bisschen scheiße. Aber ich würde gern... ey, das ist ein ganz cooler Ort hier eigentlich. Wenn du hier vorne alles zuschottest. Wisst ihr? Und wir haben eine Wasserquelle. Geil. Wo sind wir jetzt kartenmäßig? Hier unten. Ich guck mal, ob wir uns irgendwo... ah, guck mal. Du kriegst den Kaktussaft gleich so. Hier hast du ein paar echt coole Stellen, wo du dich verstecken kannst. Hätten wir noch gleich noch so ein Stück... Wald in Anführungszeichen. Ich finde den Ort jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Achso, ich dachte, was kommt denn da jetzt an die Rand? Mistkäfer haben wir hier vorne. Was haben wir hier unten noch? Ich weiß, da unten rennt wieder ein Raptor rum. Wir werden uns auch bald, naher Zukunft gleich mal einen holen. So, Seide. Was wir hier alles finden. So, nochmal ein bisschen in Lebensenergie rein. Und es wäre jetzt erstmal intelligent,
Wasserflasche. Wir finden eigentlich genug Kaktusgelumpe. Ich will mich ein bisschen erstmal um die Kleidung kümmern. Dann gehen wir über, ja, ins Strohfundament, dass wir uns immer später ein Haus bauen können. Huh. Gerade mal 10 Minuten im Spiel, aber wenn ihr überlegt, vor dem anderen ersten Let's Play, wo ich da angefangen habe, ne, da hat das ja Ewigkeiten gedauert, bis ich mal was anfangen konnte, aber wenn du so ein bisschen das Spiel schon ein kleines bisschen kennst, wird das hier bei Scorched Earth nicht allzu schwer. Also wenn wir später zu den Drachen kommen. Gibt dann, glaube ich, 3 Arten von Drachen. Einmal Blitz, einmal Feuer und schieß mich tot, keine Ahnung. Aber hier scheint echt gut zu sein. Gerade hier durch die Wasserquelle. Würde mich am liebsten gleich davor bauen. Gucken erstmal, ein bisschen Werkzeug machen. Ich zeig mal, lass mal alles anzeigen. So viel haben wir noch nicht. Was fehlt denn? Steine und Stroh. Fasern. So, Steine haben wir. Ich gehe mal oben zu den Bäumen hin. Da holen wir uns noch mal ein bisschen was ran. Vielleicht können wir gleich das erste Fundament setzen. Natürlich wäre es intelligent, dass wir es irgendwo in so einer kleinen Nische haben. Ja, ihm ist heiß. Ihm ist richtig heiß gerade. Einmal dich. Meine Kopfbedeckung. Hier noch ein bisschen was von. Und dann später noch die Hose. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Hitze aussieht mit der Kleidung. Was haben wir hier? Überhitzung 15. Das ist gut. Dann tun wir mal was ein bisschen dagegen. Und das Wasser ist gleich schon wieder alle. Ich gehe mal ganz kurz runter. Bevor wir den guten Kaktussaft hier verwenden. Mal einen Schluck trinken. Geht die alle? Komm, heil dich hoch. Achso, ich müsste ja vielleicht noch ein bisschen was gegen die Hitze tun, ne? Noch ein bisschen Kleidung machen. Ich werde dich sowas von hart abnippeln, allein nur durch die Hitze. Schnell mal die Hose machen. So, hat er die Hose an, der Gute. Und jetzt gehe ich nochmal ein bisschen auf die Gesundheit zurück. Und... er kriegt jetzt, glaube ich, ordentlich Schaden gleich rein. Mach schon mal die Wände. Was ist denn jetzt dein Problem? Du kannst jetzt gar nicht mal weiter runtergehen, Freund. Ja, ich glaube, die Quellen gehen auch bald alle. So wie das aussieht, weil da unten immer was fehlt. Du bist da schon aus dem Sonnenlicht raus. So, okay. Ich sehe schon, dass ich voll hart abnippel. Alleine, weil ich hier komplett überhitzt bin. Ich weiß aber nicht, wie ich mich jetzt... Ach Mann, du Arsch! Fick dich, Raptor! Mann! Ach nein! Mann, stirb! Mann, das ist Gacke! Ich will doch wieder da unten sein, aber wenn da ein Raptor ist... Wird scheißegal, wie ich auf dich sterbe. Du wirst jetzt von mir niedergeprügelt, du Arsch. So, wo war das? Wo bin ich überhaupt? Bin in der Nähe. Ich wusste, dass der da langkommt. So eine Sackratte, ey. So, wo ist mein Scheiß? Ist der immer noch da? Ist da ein Wolf? Wo war denn das jetzt? Da ist der Raptor? Der kommt gleich wieder zu mir, pass auf. Hätte ich den mal richtig schön niedergeprügelt, das blöde Aas. Vielleicht sieht er mich wieder. Was tanzt du denn hier vorne rum? Greif doch mal irgendwas an. Nur nicht mich.
Ach komm. Ja, ja, komm her. Irgendwann muss das ja klappen hier. Mann, das blöde Vieh. Ich will doch nur da unten mein Haus bauen. Na, Raptor? Wo bist du? Kau dir wieder auf die Fresse. Wo ist meine Wasserquelle? Die war da vorne irgendwo. Mann. Das blöde Arschvieh. Mann, wie mache ich das jetzt am besten? Da vorne ist ein Wolf. Dann hat ein Raptor in der Nähe. Ja, oh. Ich weiß, wie es dir geht. Das ist ein bisschen nervig. Ich will aber mein Haus da haben. Jetzt habe ich den Wolf da vorne. Mann. Komme ich an mein Zeug? Ohne dass der Wolf mir auf den Keks geht? Das Wasser schwebt in der Luft. Ist es noch da? Schon weg. Scheiße. Fahr mich einmal hier alles weg, dann sehe ich ein bisschen mehr. Mann, ich hatte gerade jetzt meine Klamotten fertig. Da muss so ein Arsch kommen. So. Da, 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 da. Ich sollte vielleicht doch irgendwo erhöht da oben was bauen, oder? Aber das Problem ist, dass wir da auch keinen Schatten haben. Und nur wegen der Wasserquelle. Ich baue mein Fundament dahin. Soll mich doch mal alle im Arsch lecken. So. Ich probiere es. Ich probiere es. Was brauche ich denn alles? Fürs Fundament. Ich brauche noch Stroh. Ich brauche eine Menge Stroh. Ich gehe aber jetzt nicht da linken, wo der Wolf hinten war. Der Raptor. Ach, jetzt kommt der wieder. Jetzt natürlich wäre natürlich ein Gewehr-Ust geil. So, hier ein bisschen Stroh. Da ein bisschen Stroh. Ich kann ja mal gucken. Hier oben. Ich meine, da könnten wir in der Theorie könnten wir da unten Wasser holen. Ne? Aber hätten auch noch eine gute Aussicht hier oben. Hier kommt auch nicht so schnell rauf, denke ich mal. Wir stehen ja auch noch mitten in der Sonne. Ist da hinten ein Gebäude oder sowas? Das gucken wir uns vielleicht später mal an. Ich will auf jeden Fall hier oben irgendwo... Ja, ich mach das hier oben. Da können wir da unten immer unser Trinken holen. Da müssen wir zwar einmal ein Stück laufen, aber wir können es vielleicht später in eine Art Pipeline oder so hinlegen. Ich mach mal... 1, 2... Scheiße, reicht nicht. Ich brauche mehr. Level up! Das gute alte Strohhaus. Geben mal ein bisschen Wasser dazu, das brauchen wir sehr viel. Strohdach. Wasserflaschen für den Anfang. Na. Stimmt, den Türbereich. Und eine Tür. Erstmal alles fürs Haus, Freunde. Alles fürs Haus. Ich muss gucken, was hier überall noch rumrennt. Genau. Mann. Schade, dass unser kleiner Freund gestorben ist. So, wir haben jetzt zwei Fundamente drin. Ich brauche insgesamt 4 Minimum. Wo sind die? Hallo, ich sehe nichts mehr. Hä, bin ich bescheuert? Ach, bin so blind manchmal. Was brauchen wir noch? Holz. Ja, ein bisschen Holz brauche ich noch. Ich weiß, mach den Axt. Aber es geht doch erstmal so.
So. Jetzt müssten wir eigentlich 4 gleich haben. Dann brauche ich 1. Okay. Wir machen erstmal das Fundament da oben hin und dann gucken wir mal weiter. Da unten wäre das so geil. Mann. Oder da hinten, hätten wir ein bisschen Schatten, aber die Bäume ruppen wir eh weg. Egal. Komm. Wir probieren's, ob wir jetzt 4 Flächen hier oben hinbekommen. Ich dehydriere schon wieder. Ja, dann friss doch mal das ganze Kaktus. Los, komm. Hau rein. So. Ja. Was ist denn? Du hast doch gerade genug Kaktus-Zeug gesoffen. Warte, geh mal ganz kurz. Jetzt ist runter. Mir wirkt das nicht mehr so. Klar. Ja, klar. Wirklich geil. Er kommt bestimmt gleich hierher. Ach, leck mich, jetzt kommt der auch noch hierher. Ich brauch Wasser, Freunde. Mein Kaktuszeug habe ich alles jetzt reingehauen. Ich versuche mal irgendwie aus den Beeren noch ein bisschen Wasser zu ziehen. Dann mal gedrückt halten. Bringt nicht viel, ne? Warum muss denn hier unten alles voller Viehzeug sein? Nur wenn da ein bisschen Wasser ist. So, machen wir es mal so. 1, 2, 3, 4. Muss ich warten, bis der... Wo ist denn jetzt hin? Boah, schaffe ich das im Sprint? Da ist der Wolf. So, ich hab eine Idee. Der Raptor kommt. Raptor kommt. Nee, ist unten geblieben. Oh, gut. Konnten wir uns hier was mal ein bisschen Wasser holen? Ich will mal hier die Luken jetzt ranmachen. Achso, ich könnte mich ja vielleicht mal anziehen. Geht vielleicht ein bisschen besser. Die Wand. Gut, ich mache mir da später Fenster rein. Hauptsache, wir haben irgendwo mal was, wo wir es im Schatten stellen können. Jetzt wäre natürlich ein Dach auch cool. Oh Mann. Ich muss echt überlegen, was du hier machst. Ich weiß es, in den ersten Folgen kann ich noch keinen Drache haben. Ich weiß, ja, fang den Drachen. Ja, klar. So schnell geht das nicht. Oder zähmt ja einem. Na, zähmen geht ja nicht. Du musst ja einen hochzüchten. Du musst ja ein Ei besorgen. Das wird in Folge 1000 wird dazu sein. Gut. Hau ich mir noch mal ein paar von den Bären hier rein. Das wirkt ganz gut. Zumindest ist vorläufig. Was wir mit dem Harz jetzt später noch machen können, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann in Zukunft sehen. Ich spoilere mich selbst nicht. Ich sag's jetzt schon. Ich guck nichts bei Wikipedia. Ich ergoogle mir nichts. Ich will das alles selbst erforschen. So. 4 Stück. 4 Wände schon mal. Ich hole mir noch mal ein bisschen Holz. Nicht, dass das Holz mir irgendwann alle geht hier. Oh Mann. Komm, lauf ein bisschen schneller. Level up. So, jetzt komm, gib Gas. Machen wir erstmal schon mal. Wäre ganz cool, wenn wir jetzt schon mal ein Dach drüber bauen, oder? Ich habe hier aber echt komischen Ort erwischt, aber das ist eine gute Aussicht. Lalalalala. Mach ich erstmal noch ein paar Wände hin. Das wird erst ein recht dunkles Haus. Also mit, ne? Keine Fenster und so. Aber Hauptsache mal ein bisschen was. Gucken wir mal einen Türbereich und Dächer wäre jetzt cool. 2 Dachstützen, also 2 Dächer. Mache ich ja alles auch mal unten rein. So. Ich hab doch gedrückt. Na, so. Wie kann dir denn immer noch so heiß sein? Du hast doch jetzt schon Unterschlupf. Nur weil es vorne offen ist. Na gut, Freunde, machen wir erstmal Folgenpause.
Wir gucken uns nächste Folge an, wie es hier weitergehen kann. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, würde mich freuen. Und dann sehe ich auch, dass das hier Sinn macht, dass ich hier drauf mal ein bisschen spiele zur Abwechslung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal aus der Reihe. Mach's gut. Ciao.